Hallo liebe Freunde auf MyQTube. Hier ist wieder Helmut aus dem schönsten Dorf an der Isar im Landkreis Gifhorn. Wir möchten nochmal, das heißt mit Daniel zusammen, möchte ich nochmal über Gewässerschutz sprechen. Und Gewässerschutz heißt auch Schutz der Isar natürlich. Daniel, stell du dich nochmal kurz vor. Ja, also ich bin der Daniel. Arbeite jetzt bei Geris Ingenieure in Parsau. Parsau, vielleicht kein großer Begriff, liegt im Landkreis Gifhorn. Da haben wir unser Büro. Wir beschäftigen uns mit der Wasserschutzberatung in Wasserschutzgebieten, wie zum Beispiel Wittingen, Hankensbüttel, aber auch unter anderem mit der Wasserrahmenrichtlinie. Die Wasserrahmenrichtlinie ist untergeordnet von den Wasserschutzgebieten. Also ich habe selber mit den Wasserschutzgebieten nichts zu tun, aber meine Kollegen. Ich bin mit der Betreuung der Wasserrahmenrichtlinie beauftragt. Bin gelernter Landwirt, habe studiert gehabt, unter anderem auch mich intensiv mit der Düngung auseinandergesetzt und komme jetzt eben hier in diese Wasserrahmenrichtlinie und berate zum Beispiel auch den Betrieb von Helmut. Wasserrahmenrichtlinie, da geht es ja jetzt wieder hauptsächlich um Reduzierung der Nitratgehalte im Wasser, um die Richtwerte dort zu erfüllen. Das ist ja eure Aufgabe. Genau. Da gibt es ja diese Kulisse, oder wie sieht das aus in Niedersachsen? Wie viele Kulissen gibt es da? Genau, also wir haben... Die Wasserrahmenrichtlinie soll die Nitratrichtlinie umsetzen. Die Nitratrichtlinie, die ist wiederum verankert in der Düngeverordnung. Die Düngeverordnung ist maßgeblich für die Umsetzung der Nitratrichtlinie anzusetzen. So, wir haben jetzt diese Wasserrahmenrichtlinie und diese Wasserrahmenrichtlinie ist eine Kulisse. Diese Kulisse ist zum Beispiel jetzt hier in Niedersachsen, ist es Niedersachsen. Wir haben diese Kulisse ist dann eben wieder unterteilt in Beratungsgebiete. Und diese Beratungsgebiete, wir haben 13 in Niedersachsen davon, wovon dieses Beratungsgebiet ober aller rechts eines davon ist. Du hast ja eben schon gesagt, du betreust Micha, Gott sei Dank, freue ich mich drüber. Wie sieht das konkret aus? Was machst du? Ich meine, ich weiß es ja, aber um das nochmal deutlich zu machen, was ist deine Arbeit? Ja, also ich beschäftige mich, wie gesagt, mit der Düngung. Ich gehe auf Betriebe wie von dir und gucke mir die Düngung an, wie sie gemacht wurde, wie sie hofspezifisch ist und gucke mir an, wie wir Ansätze finden, um Dünger einzusparen. Das ist nicht nur Stickstoff, wie zum Beispiel, wo Nitrat dazugehört. Es ist dann auch Phosphor und Kalium. Wir nehmen zum Beispiel Bodenproben, sogenannte N-Min-Proben, wo wir uns den Bodenhorizont angucken von 0 bis 90 cm. Das wird dann eben auch noch wieder unterteilt. Wann nehmt ihr diese Proben? Diese Proben werden im Frühjahr genommen. Im Frühjahr ist es eben ausschlaggebend für den Landwirt, wie viel Stickstoff ist denn über den Winter von der letzten Erntekampagne oder Erntesaison über den Winter gerettet worden, weil wir im Winter haben wir eben sehr hohe Niederschläge. Dadurch kann eben Nitrat ausgewaschen werden aus den Böden und geht ins Grundwasser. Das ist für uns als Wasserschützer, wollen wir das nicht. Und der Landwirt möchte es auch nicht, weil das eben Geld ist, was dort in Form von Stickstoff ins Grundwasser verlagert wird. Sollen also die Werte ziemlich hoch oder lieber ziemlich niedrig sein? Die Werte sollen am besten sehr niedrig sein, schon im Herbst. Wir machen also auch sogenannte Herbst-N-Min-Beprobungen. Da sollen die Werte eben auch schon sehr niedrig sein. Das heißt, im Umkehrschluss, die Pflanzen sollen eben den Stickstoff aufgenommen haben, der gedüngt wurde, und sollen den Boden dann eben plus minus null, im Boden soll eigentlich plus minus null Stickstoff oder Nitrat dann eben zu finden sein. Theoretisch hab ich ja als alter Mensch inzwischen das auch schon in der Berufsschule so ein bisschen gelernt, aber die Entwicklung geht ja immer weiter und die Erkenntnisse, die man so gewinnt, gehen immer weiter. Die Bodenbearbeitung wird immer mehr darauf ausgerichtet, auf das Ziel eben Stickstoff
nicht zum, also im Boden zu behalten, sondern dass nur so viel Stickstoff vorhanden ist, wie die Pflanze auch aufnimmt, und dass eben auch nur Stickstoff vorhanden ist, wenn Pflanzenwachstum da ist. So ist ja die Entwicklung immer weitergegangen. Genau. Und ihr wollt das jetzt also weiter noch weiter fördern. Genau, wir wollen immer weiter optimieren. Natürlich sind diese Optimierungsschritte werden immer kleiner, weil man immer, zu Anfang hat man große Schritte, ist überall so, wenn man etwas optimieren möchte, und dann werden diese Optimierungen immer kleiner. So, das gehen wir eben an, das kann in der Landwirtschaft angegangen werden über bessere Technik, besseres Wissen, was eben aus der Wissenschaft eben auch geliefert wird. Das geht auch über Züchtung, dass die Pflanzen eben immer besser Nährstoffe in Ertrag umsetzen können, weniger und mit weniger Nährstoffen eben auch rauskommen. Das geht aber auch, indem wir die Düngeplanung auf den Betrieben optimieren oder überhaupt eine Düngeplanung machen. Früher wurde es häufig eben gemacht auf den Betrieben, es wurde nach Daumen. Der Landwirt hat eben seine Erfahrungen gehabt und hat danach gedüngt. Heutzutage gehen wir dahin und machen eine sogenannte Düngeplanung. Ja, Daniel, schon mal schönen Dank. Also ich habe jetzt mitgenommen, ich habe einen spannenden Beruf, nämlich als Milchbauer, das wisst ihr ja. Und Daniel hat auch einen spannenden Beruf, so, der kommt auf viele Höfe und hat ein ganz anderes Thema, nämlich die Düngung. Und diese Düngeplanung, die du eben angesprochen hast, schlage ich mal vor, da werden wir demnächst auch nochmal wieder einen neuen Film drüber drehen. Und ich bedanke mich schon mal bei dir und wir sagen schon mal Tschüss.